Renate Reingruber, Spitzensportlerin, Läuferin. Wie schaut es aus mit den Laufschuhen? Sind die noch in Aktion? Die sind gelegentlich noch in Aktion, aber bei weitem nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren. Mittlerweile habe ich sie phasenweise gegen Bergschuhe eingetauscht und bin jetzt eher so dem Erlebnissport zugeschrieben und nicht mehr so ganz dem Leistungssport. Sie sind jetzt Ernährungswissenschaftlerin in Niederösterreich bei Tut Gut. Wenn ich das Ganze so beobachte, wir werden ja quasi überfüttert mit Informationen. Einmal heißt es mehr Kohlenhydrate, einmal heißt es weniger Trennkost, nicht Trennkost. Kann man das irgendwie auf eine einfachere Art und Weise den Menschen klar machen? Grundsätzlich ja. Also ich bin ein Fan davon, einfach diese richtige Ernährung wieder spürbar zu machen. Es geht darum, Ernährung erlebbar zu machen und vor allem wieder Bewusstsein dafür zu schaffen und ein Gespür für den eigenen Körper. Das ist das, was ich ja zu vermitteln versuche. Also ganz, ganz einfach wahrzunehmen, wann der Körper was an Nährstoffen braucht und wenn man sich an eine ganz simple Grundregel hält, so 3 bis 5 Mahlzeiten pro Tag, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, Lebensmittel aus der Region, das, was zu der jeweiligen Saison gerade wächst, dann kann man an und für sich nicht so viel falsch machen. Wahrnehmen, was der Körper braucht. Wie weiß ich das? Indem man sich zuerst einmal mit Ernährung grundsätzlich ein bisschen auseinandersetzt. Also es braucht ein gewisses Basiswissen zu den Nährstoffen, zur Mahlzeitenverteilung, was passiert, wenn man gewisse Dinge einfach isst. Was tut sich da im Körper, was passiert rein physiologisch. Aber es geht auch darum, wieder mal ein Hungergefühl zu spüren. Das ist was, was man mittlerweile relativ selten findet, wenn man einfach permanent Lebensmittel zur Verfügung hat und das einfach verloren gegangen ist. Niederösterreich hat ja mit der Initiative Tut Gut sich das Ziel gestellt, auch in Niederösterreich die Menschen zu informieren. Aber was tut Gut konkret? Wir versuchen ganz einfach das Bewusstsein der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für Gesundheit, für Gesundheitsförderung zu schärfen und vor allem auch die Eigenverantwortung. Und wir haben verschiedenste Projekte, Programme, Schwerpunktaktionen, wo wir ganz einfach die Gesundheitsförderung direkt dorthin bringen, wo die Menschen, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu Hause sind, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie lernen. Und wir versuchen zu motivieren, zu informieren und auch zu beraten. Wir merken, dass das Interesse gegeben ist. Wir merken, dass Motivation da ist, die Gesundheitsförderung in den jeweiligen Bereichen, den jeweiligen Lebensraum zu bringen. Und das Bewusstsein ist vor allem da für Gesundheit, für Gesundheitsförderung, für gesunde Ernährung. Wir sitzen da bei Wasser. Was spielt eigentlich Wasser für eine Rolle in der Ernährung? Wasser steht, wenn man die Lebensmittelpyramide oder die Ernährungspyramide hernimmt, an der Basis. Das heißt, Wasser ist das Lebensmittel oder das Getränk, von dem wir schlichtweg am meisten brauchen, mengenmäßig nämlich pro Tag. Das können sein zwischen 1,5 und 2,5 Liter, für aktive Menschen, für Sportler natürlich dementsprechend mehr. Wasser ist die Grundlage des Lebens, wenn man das so sagen möchte. Und deswegen kann ich das nur forcieren. Wir promoten Wasser in unseren Schulen. Wir schauen, dass wir Limonaden, zuckerhaltige Getränke möglichst rauskriegen, weil einfach der Bedarf da ist, dieses Wasser zu trinken. Und jeder, der schon mal verabsäumt hat, tagsüber seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, der kriegt es ja schlichtweg am Abend dann mit Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, mit Konzentrationsschwäche präsentiert. Also man hat ja sozusagen dann auch gleich das Feedback, das einem der Körper gibt. Welche Rolle spielt Bio aus Ihrer Sicht und ist das wirklich von Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Lebensmitteln? Also Bio-Lebensmittel haben im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln ja einen erheblichen Vorteil, nämlich sie sind mit weniger Schadstoffen belastet, das heißt mit weniger Spritzmitteln, mit weniger Düngemitteln. Vom Nährstoffgehalt sind sie meist identisch zu konventionellen, aber trotzdem haben sie einen wesentlichen gesundheitlichen Aspekt. Sie sind bei uns in der Ernährung ein Muss.